Herzlich willkommen bei Frag CSU in dieser Woche. Unser Thema der Woche ist Zukunft, denn darum ging es in Berlin bei der Einigung im Klimakabinett. Ein großes Klimaschutzpaket auf den Weg gebracht und darum ging es auch in Bayern, nämlich bei der Frage, wie wir in Bayern die nächste Modernisierungsrakete zünden können. Zur bayerischen Zukunftsoffensive, da gab es genauso viele Kommentare wie zu den Klimaentscheidungen. Da hat zum Beispiel Boris formuliert auf unserer Facebook-Seite, viel Theorie noch, aber wenig Umsetzung. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie das Ganze mit Leben erfüllt wird. Und Martin Kohlrusch, der schreibt auf meiner Facebook-Seite, nur wenn der Staat sinnvoll investiert und gleichzeitig die Bürger gezielt entlastet, sodass mehr Netto vom Brutto übrig bleibt, können wir einer Wirtschaftskrise entgegenwirken. Nur das werden die linken Parteien leider nicht begreifen. Ja, so ist es möglicherweise und trotzdem müssen wir es tun. Eines ist klar, die Rezepte von links, Steuererhöhungen, neue Belastungen für die Wirtschaft, Verbote, das ist der falsche Weg. Der richtige Weg ist gerade in einer Zeit nachlassender Konjunktur und neuer internationaler Unsicherheit, gerade jetzt mehr zu investieren, auf Innovation zu setzen und Bürger wie Unternehmen zu entlasten. Wir in Bayern wollen da noch eins draufsetzen. Wir wollen eine neue Modernisierungsstufe erklimmen. Wir wollen ja quasi eine neue Investitions- und Innovationsrakete hier in Bayern starten, so wie wir das in der Vergangenheit mit Zukunftsoffensive und Hightech-Offensive bereits gemacht haben. Diese neue Zukunftsoffensive, sie heißt dreierlei. Erstens massive Investitionen in diese neuen Technologien. Wir wollen Weltspitze sein bei Robotik, bei künstlicher Intelligenz, bei dem ganzen Thema der Digitalisierung. Wir sind da heute schon gut. Aber wir wissen, die anderen schlafen nicht, ganz im Gegenteil. Da wollen und müssen wir noch deutlich besser werden. Zweitens, Hochschule. Hochschulausbau ist ganz zentral. Wir wissen, dass wir hier in den Hochschulen auch schneller werden müssen, dass die letzte Hochschulreform schon einige Jahre zurückliegt, dass wir uns um neue Professuren bemühen müssen. Und so wollen wir 10.000 neue Studienplätze schaffen und 1.000 neue Professuren in Bayern ermöglichen und dabei auch die besten Wissenschaftler aus der ganzen Welt gewinnen. Und zum Dritten, wollen wir ein Beschleunigungsprogramm auf den Weg bringen, weil wir wissen, dass wir noch schneller werden müssen. Wir haben viele Zusagen in der Vergangenheit getroffen, aber bei der Umsetzung, da dauert es ein wenig. Und damit es noch schneller geht, beim Bau, bei Infrastruktur, bei Investitionen, werden wir hier an allen Stellen, wo das möglich ist, gezielt auch Beschleunigungsmaßnahmen ergreifen. Das ist unsere neue bayerische Modernisierungs- und Zukunftsoffensive. Ich hoffe, ihr seid damit dabei in den nächsten Wochen, wenn es dann um die Details geht. Das war es soweit an dieser Stelle bei Frag CSU in dieser Woche. Schönes Wochenende, bis nächste Woche an dieser Stelle.